Please, Blake. Arizona, in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Und damit recht herzlich willkommen zu Outlast 2. Ich bin mega gehypt, ich muss es so sagen. Aber ich sehe schon, es fängt anders an als in der Demo. Ich glaube ja, in der Demo war das ja so, dass man irgendwo mitten in der Prärie irgendwo angefangen hat. Und warum gehen hier einfach Schränke auf? Das finde ich nicht gut. Es kann auch übrigens sein, dass jetzt hier so die erste Folge heute kommt und die nächste dann erst ein bisschen später, weil ich heute gerade noch hier in einer anderen Wohnung bin und da noch Internet habe und mein Internet leider erst ein paar Tage später in meiner neuen Wohnung ist. So, hier haben wir den Jeep. Habe ich da gerade Schritte gehört? Jawohl, da war der Jemus. Ich weiß auch gar nicht. Ich will auch nicht wirklich rennen, weil, keine Ahnung, da passieren bestimmt wieder ungute Sachen, die ich nicht möchte. Wir haben es kurz nach 6. Ist die beste Zeit für Outlast. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Exit, das ist schon mal ganz gut. Was haben wir denn hier noch? Wir schinden mal ein bisschen Zeit. Holiday Concert 1995. Okay. 1995, 96. Wir sind also Ende der 90er Jahre irgendwo. Kann man hier was trinken? Nein. Ich würde mir gerne ein wenig den Mund befeuchten. Und warum sind wir hier in... Oh mein Gott. Thank you.
Okay, das war quasi eine Traumsequenz. X wiederholt drücken. Wir drücken X, um uns aus dem Flugzeugwrack zu befreien. Was haben wir da? Ah, Hauptsache die Kamera ist ganz. Ich hoffe mal, er hat eine stabilere Kamera als der Boy aus dem ersten Outlast-Teil. Ziel ansehen. Aufnahmen ansehen. Ach cool, man kann sich hier auch die Aufnahmen ansehen. Das ist ja interessant. Ah, okay. Aber das sind doch... Achso, das sind... Ja, genau, das sind ja die beiden Aufnahmen. Ja, okay, okay, okay. I see. Muss ich mir jetzt nochmal angucken? Nee. Wo gehen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Kann man da runter? Ich probiere es jetzt einfach mal. Sieht zumindest verdächtig so aus, als könnte man hier ein Stück runter schlumpern. Und es ist scheiß dunkel. Bin ja mal gespannt, wenn das Spiel mir mitteilt, wie ich meine Nachtsicht benutzen kann. Okay. So können wir schon mal springen. Ich glaube, hier muss ich nicht runter, oder? Ach ne, hier geht's weiter. Jetzt war ich doch schon... Ah, okay. Hier können wir ganz sneaky... Okay, und so können wir wieder runter. Alles klar. Ist noch so die Frage, ob ich mir das merken kann. Müssen wir wieder drüber springen? Ich glaube ja. Okay. Und hier liegt auch noch ein Teil vom Flugzeug. Okay. Wir können aufnehmen. Okay. Wenn das Rack-Symbol blinkt, heißt das, du zählst auf das Ereignis, das aufgenommen werden muss. Du musst über längere Zeit auf das Ereignis zählen, damit den roten Kreis füllen. Und, ah, okay. Was für einen roten Kreis soll ich denn jetzt? Ach so. Das ist ja interessant. So, jetzt können wir in das Kameramenü. Und können uns jetzt angucken, wie es brennt. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Okay. Dann könnte ich mir die Sachen hier eigentlich auch nochmal angucken. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in Central Arizona. Ich dachte, er hat auch noch irgendwas zu erzählen, aber anscheinend nicht. Okay, nee, das sind einfach nur die Sachen, die wir so aufgenommen haben. Okay. So, jetzt können wir mal schauen. Shit. Jo, oh shit, trifft. Jesus. Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Dann muss ja aber der Pilot auch irgendwo anders sein, wenn die Lynn hier nicht ist. Oh Gott, okay, hier können wir Nachtsicht anmachen. Alles klar. Recht viel sehen wir trotzdem nicht. Die Kamera, der Akku ist nicht sehr gut gefüllt. Ich fand das ja schon im ersten Teil in dem Haus scheiße mit der Nachtsicht, gell? Aber wenn wir jetzt tatsächlich hier irgendwo quer durch die Prärie eiern, oh, fuck me. Nützt fuck. Uns auch die Nachtsicht nicht so viel. Fuck this. Lynn. WTF. Ist das... Ist das der Pilot? Oh Gott, ich kann die Kamera nachladen. Okay, wir haben noch Batterien. Ich habe zwar keine Ahnung, wo und wie viele. Aber anscheinend haben wir noch genug. So, warte mal. Jetzt wollte ich hier nochmal reinschauen. Die Aufnahmen kurz angucken, ob er hier irgendwas zu erzählen hat. His name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Vor allem wäre das ganz interessant, wie lange wir jetzt bewusstlos waren, weil ich meine, so ein Boy, heute ist der ja auch nicht mal in ein paar Sekunden. Alter, ist das heutig. Ist halt auch schade, dass man sich in der Nachtschicht angucken muss. In der Nacht habe ich jetzt Nachtschicht gesagt? In der Nachtsicht angucken muss. Ich hätte das Ganze gerne in Farbe und in voller Pracht gesehen. Oh nö, jetzt muss ich auch noch immer nach hinten gucken. Weil da andauernd irgendeine Scheiße kommen könnte. Das macht mich doch schon wieder paranoid. Vor allen Dingen, keine Ahnung, was hier vorne und hinten ist, wenn du das drückst. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich dieses
quasi, sage ich jetzt mal, offene Feldsetting so gut finde. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Warte mal, ich kann ja irgendwas aufnehmen, oder? Jetzt habe ich irgendeinen Scheiß aufgenommen, weil ich nicht mehr weiß. Ach so, so ging die Nachtsicht weg. Naja, egal. So, was haben wir denn aufgenommen jetzt hier Gutes? There's not supposed to be anything for miles. But I was alone out here. Fuck, I was alone out here. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Definitiv sind wir hier nicht alleine, weil. Huch. Irgendwer muss ja auch den Piloten auseinandergenommen haben. Oh, hier gibt's Kakteen. Das ist ja ein Traum. So, was haben wir denn hier noch Gutes? Okay, wir können hier rüberspringen. Die Batterien gehen aber auch scheiße schnell leer. Ey, das ist gar nicht so cool. Das mag ich nicht. I'm lost and hurt. Okay, Tür ist blockiert. Können wir hier außen irgendwo rum, um da in das Haus reinzukommen? Wahrscheinlich nicht. Durch das Fenster kommen wir nicht. Und hier kommen wir auch nicht rum. Okay. Ich hätte es ja sonst gerne probiert, ob wir da reinkommen. Aber anscheinend ist es nicht... Oh Gott, ich verliere immer voll die Orientierung. Ist es nicht möglich, dass wir da rein können? Was gibt's hier? Irgendwie einen Deckel und einen Eimer? Oh, warte mal. Da können wir vielleicht rein. Überall der Jesus. Ich hoffe, das sind Puppen. Ich mach mal die Tür zu. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Das haben wir ja... Oh, hey. Hey, man. Der oh, sieht nicht mehr so frisch aus, der Boy. Meine liebe, süße Ellie. Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den Armen Papa Knots findest. Für immer dein, Tom. Okay, das heißt, der hat seine Kitties umgebracht, geopfert, irgendwas. I don't know. Was ist das hier für eine abgewichste Scheiße? Hier gibt es Batterien. So. Achso, hier kann ich sehen, wie viel Batterie ich noch habe. Wo sehe ich das jetzt? Schau in deine linke Tasche. Ach, lol, da wird es so angezeigt. Na, das ist ja interessant. Okay. Cool. Ich muss sie auch schon wieder nachladen, glaube ich. Ah, ich und Batterien. Das ist ja immer nicht so der Hit. Okay, aber anscheinend gibt es hier im Haus nichts weiter. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Schauen mal, was wir hier noch so finden. Hier gibt es ja noch mehr Häuser. Irgendwelches Kinderspielzeug. Was ist das hier? Ein Motor? Oh, hi. Wer ist er denn? Ich glaube, ich möchte was zur Seite zu lehnen. Wo soll ich mich denn jetzt zur Seite lehnen? Ich kann mich ja nicht mal irgendwo... Komme ich hier rein in das Haus? Nein! Oh Mann! Ich möchte das nicht. Ich möchte das... Bäh. Ich möchte irgendwie nicht wissen, was da drin ist. Und ich möchte auch nicht wissen, was da drunter ist. Es scheint auf jeden Fall bestialisch zu stinken. Ich bin froh, dass es noch kein Geruchs-YouTube oder ähnliches gibt. Oh, nein, 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 nein. Wollen wir hier rein? Wollen wir? Achso, scheiße, ich hätte auch langsam öffnen können. Egal. Schnell die Tür drauf. Oh Gott, ich höre schon wieder irgendwo irgendwen brüllen. Oh Gott, hier ist schon mal was zum Verstecken. Geil. Freue ich mich. Gibt es hier Batterien oder irgendwas? Es gibt hier auch Bandagen. Ach, das waren die... Oh Gott. Warte mal, hier kann ich aber zumindest schon mal das Licht ausmachen. So, gibt's hier noch was außer den Zettel? Lieber Vater,
Der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren, die standen breit zur Zeugung. Ach so, okay, oh Gott. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß, ich konnte weder atmen noch mich bewegen und ich sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Lau blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist die gleiche Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das Treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa. Okay, die scheinen ja alle irgendwie ein bisschen hart durch zu sein. Warte mal, ich verstecke mich mal vorsichtshalber im Schrank, nur mal so, um auszuprobieren. Kann man da noch rausgucken? Oh Gott, im anderen Outlast hast du ja wenigstens durch die Schränke irgendwie durchgucken können, durch den Dingsschlitz. Aber hier siehst du ja gar nichts. Okay. Dann würde ich... Oh Gott. Das habe ich ja eben noch gar nicht gesehen, aber das ist zum Glück nur eine Puppe. Das war kein menschliches Kind. Oh, hier gibt es eine Batterie. Sehr gut. Wir müssen nämlich auch gleich schon wieder nachladen, so wie ich das sehe. Jo, und da fängt es schon an, rot zu blinken. Wer hätte es gedacht? Hier überall Kreuze. Es scheint eine verquere, aber dennoch sehr christliche Gemeinde zu sein. Das ist fucked up. Auch das Puppen, aber die Bilder scheinen von richtigen Kindern zu sein. Warte mal, das schauen wir uns mal an. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Den Schatten habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, da ist ja gerade ein Schatten lang gelaufen. Och nö. Das finde ich nicht cool. Kann ich hier rein? Oh, warte mal, ich kann hier auch ein Fenster öffnen. Ah. Alter Lachs. Oh Mann, oh, wir müssen schwer. Ich habe keine Batterien mehr, oder? Doch, ich habe ja gerade eine eingesammelt. Jo, aber dann ist auch jetzt Ende im Gelände. Weil ich mich hier aber auch so... Einige Türen haben Riegel. Was für eine Tür hat denn hier einen Riegel? Hat die einen Riegel? Nee. Ich bräuchte gerne noch eine Batterie, das wäre mega nice. Wenn ich den Unterschied auch bedenke zu Pineview Drive, weißt du, wo ich ja locker easy peasy durchrenne. Aber hier... Ist mir das irgendwie... Ich kann spähen. Oh Gott. Gibt's hier Batterien? Irgendwo in diesem Kackhaus? Ich kann auch unters Bett, da will ich aber nicht runter. Ich weiß nicht, ob ich die Tür aufmachen wollte. Ich habe sie vorsichtshalber mal aufgemacht. Ah, hier komme ich eh nicht raus. Okay. Okay, okay, okay. Aber auch keine Batterien. Oder? Habe ich jetzt hier irgendwo Batterien übersehen? Nee. Aber es wäre schön, wieder mal welche zu haben. Okay. Und es geht wieder raus in die Prärie und wir sind jetzt hier hinter dem Tor. Alles klar. Ich würde echt gerne irgendwie Zeit sparen und rennen, aber irgendwie sträubt sich etwas in mir sehr dagegen und irgendwas krabbelt mich hier die ganze Zeit. Ich traue mich immer gar nicht, mich zu kratzen. Oh Mann. Überall Geräusche. Ich hoffe, das ist der Wind. Oder es kommt von uns. Satanas Indivicante. Okay. Eventuell habe ich mich geirrt und es ist gar keine christliche Gemeinde? Man weiß es nicht. Und wenn ich auf die Batterieanzeige oben gucke, wird mir schlecht. Warum fokussiert es nicht jetzt? Oh Mann, was ist das denn hier schon wieder? Ist das hier eine Krippe? Haben die hier irgendwie eine Krippe nachgebaut? Anscheinend schon. Aber wir haben hier noch einen Zettel. So, Klage der Hebamme. Das Kind, es kommt, bereit, das Messer macht. Das Kind, es kommt, Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd bewahrt.
Refrain. Halleluja, halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut vergossen hier, wir seien verschont. Das Kind, es wächst, ihr Leib schwillt an, das Kind, es wächst, der Höll gesandt. Was? Ezekiel ruft und schärft die Klinge, kniet, betet frohe Dinge. Refrain. Okay. Was sind das hier für kranke Freaks? Und warum sind meine Batterien gleich leer? Oh, scheiße. Was denn? Ich bin voll am... God. Oh nein. Das sind aber diesmal, glaube ich, keine Puppen. Das sind alles Kinder. Oder? Das sind alles Kinderleichen. Ekelhaft. Dieses Spiel ist ekelhaft. Oh Gott, meine Batterien flackern. Das heißt, der Drops ist hier an dieser Stelle gleich gelutscht, weil ich jeden Moment im Dunkeln stehe und... Oh Gott. Und damit dann voll am Sack bin, weil ich nichts mehr sehe. Ich muss jetzt hier rennen. Ich muss irgendwo ins Licht... Achso, hier kann ich das halten zum Kriechen auch noch. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob man im alten Outlast auch kriechen konnte. Oh, scheiße. Yo, und jetzt ist hier Feierabend mit dem Licht. Oh, Mann. Es wäre cool, wenn die sich... Ich sehe nichts, ey, aber die Nachtsicht macht es halt irgendwie auch nicht besser. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber warte mal, hier drüben sieht es aus wie... Ob das hier mit Absicht so gemacht wird, dass ich hier... Oh, Batterien. Oh, schön. Oh, Batterien. Oh, ich kann wieder sehen. Aber wer quatscht denn da? Und warum hänge ich hier irgendwo fest? Und warum habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas gerade übersehen? Aber immerhin haben sie Autos. Hat irgendjemand mit... Ich komme nicht weg. Jo, RIP. WTF. Was zum Fick ist hier gerade passiert? Ich habe keine... Doch, ich habe noch eine Kamera. Oh, ein Glück. Aber liebe Freunde, ich würde auch sagen, wir machen dann hier erstmal ein kurzes Päuschen und sehen uns dann eventuell in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüssi.